Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Kurz vor Ostern hält Kanzlerin Merkel eine schnelle Rückkehr zur Normalität in Deutschland nicht für möglich. Trotz der langsamer steigenden Ausbreitungszahlen des Coronavirus dürfe man sich nicht in Sicherheit wiegen. Zuvor hatte das Corona-Krisenkabinett in Berlin über das weitere Vorgehen im Kampf gegen das Virus beraten. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind bislang rund 108.000 Infektionen gemeldet worden, etwa 5.000 mehr als gestern. 2.107 Menschen starben infolge einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Knapp 50.000 sind bereits wieder genesen. Angela Merkel bleibt hart. Zwar steigt die Zahl der neuen Corona-Infektionen immer langsamer, aber die Kontaktbeschränkungen zu lockern, kommt für die Kanzlerin trotzdem nicht in Frage. Wir dürfen jetzt nicht leichtsinnig sein. Wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen. Und ich kenne das auch von mir persönlich. Man hat ein bisschen Hoffnung. Dann gewinnt man Zutrauen, dann ist man innerlich etwas entspannter und schon ist man auch ein bisschen leichtsinnig. Immer lauter wird die Forderung, Beschränkungen wieder zu lockern. Zuerst vielleicht für junge, gesunde Menschen, während Senioren und Risikopatienten weiter zu Hause bleiben. Die zuständige Ministerin ist gegen solche Gedankenspiele. Ich will Ihnen eins sagen, aus der Sicht auch des Seniorenministeriums. Ich bin nicht der Meinung, dass wir eine Zweiklassengesellschaft aufmachen sollten zwischen denen, die raus dürfen und denen, die drin bleiben müssen. Weitere Option, eine Schutzmaskenpflicht in der Öffentlichkeit. Diese Debatte dürfte wiederkommen, sobald wieder mehr Menschen auf den Straßen sind. Deutschland braucht dann mehrere Milliarden Masken, glaubt die Regierung, und will dabei weniger Abhängigkeit vom Ausland. Also mehr Maskenproduktion in deutschen Firmen. Die Regierung stellt Fördermittel bereit. Wir werden alles tun, um parallel und sehr schnell mit dem weiteren Verlauf der Krise dafür zu sorgen, dass die Produktion in Deutschland steigt. Solange es keinen Impfstoff gegen Corona gibt, infizieren sich die Menschen weiter und sind dann eine Zeit lang immun gegen das Virus. Zum Thema Immunität startet das Robert-Koch-Institut jetzt 3 Studien. Wir möchten wissen, wie viele Menschen in Deutschland immun sind. Wir möchten wissen, wie hoch ist der Anteil der asymptomatischen Fälle, also der Anteil von den Menschen, die infiziert wurden, es aber gar nicht gemerkt haben. Die Weltgesundheitsorganisation prüft, ob bekannte Medikamente, etwa gegen Ebola oder Malaria, auch gegen Covid-19 wirken. An einer großen Studie dazu beteiligen sich auch deutsche Wissenschaftler. Forschung, die Zeit kostet. Auch deswegen mahnt die Kanzlerin, bis wieder Normalität herrscht, wird es noch ziemlich lange dauern. Diese Regeln, nicht die Hand geben, Handhygiene, Abstand halten, die werden, solange wir keinen Impfstoff haben und solange wir keine Medikamente haben, aber vor allen Dingen keinen Impfstoff haben, bestehen bleiben. Die werden also unser tägliches Leben kennzeichnen. Nach Ostern berät Merkel mit den Bundesländern, wie der Kampf gegen Corona weitergeht. Die Kanzlerin dürfte sich dabei auf nichts einlassen, das die Zahl der Neuinfektionen nach oben schnellen lässt. Wer in Mecklenburg-Vorpommern wohnt, kann nun doch an den Osterfeiertagen Tagesausflüge an die Küste, auf die Inseln und zur Seenplatte unternehmen. Das Oberverwaltungsgericht Greifswald hat das verfügte Reiseverbot der Landesregierung in 2 Eilverfahren gekippt. Das Einreiseverbot für Bürger aus anderen Bundesländern ist davon nicht betroffen. Nordrhein-Westfalen hat sein Corona-Nothilfeprogramm für Solo-Selbstständige und Kleinstbetriebe vorübergehend gestoppt. Grund sind Betrugsversuche im Internet. Auf Webseiten, die denen der Landesregierung ähnelten, sollen Daten von Antragstellern abgegriffen worden sein, um so öffentliche Gelder zu kassieren. Tausende Anträge seien missbräuchlich gestellt worden, hieß es aus dem Wirtschaftsministerium. Wann die Zahlungen an Bedürftige wieder aufgenommen werden, ist offen. Mit Suchmaschinen wurden Selbstständige und Unternehmer aus Nordrhein-Westfalen zu den falschen Formularen geleitet. Laut Landeskriminalamt haben Betreiber von Fake-Seiten mit gefälschten Antragsformularen Daten abgefischt und zu selber Fördergelder eingestrichen. Da geht es um Gelder, die notleidende Unternehmen dringend zum Überleben benötigen. Wir gehen im Moment davon aus, dass möglicherweise schon einige tausend Betroffene ihre Daten auf falsche Seiten abgegeben haben. Möglicherweise geht es um bis zu 4.000 Fälle.
Auf den offiziellen Internetseiten des Landes Nordrhein-Westfalen können weiterhin neue Anträge gestellt werden, auch von den Opfern der Betrüger. Die schlechte Nachricht: mehrere tausend Unternehmer und Selbstständige müssen nun warten, denn die Zahlungen wurden vorerst gestoppt. Also es wird mit Hochdruck daran gearbeitet, an der Aufklärung des Vorgangs auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch daran, dass die Menschen, die das Geld brauchen, auch schnell diese Auszahlung bekommen können. Aber alle werden Verständnis dafür haben, dass wir so korrekt wie möglich das machen wollen. Unternehmerverbände drängen darauf, dass es vor allem schnell gehen muss. Eine mögliche Lösung für Sie? Dass man nicht alles überprüft, sondern letztendlich stichprobenartig das macht, um zu schauen, dass immer noch schnelle Hilfe geleistet werden kann. Für Unternehmen sind Hilfen von bis zu 25.000 Euro möglich. Auch in Berlin wird wegen des Betruges bei Corona-Soforthilfen ermittelt. Frankreich verlängert im Kampf gegen die Corona-Pandemie die Ausgangsbeschränkungen über den 15. April hinaus. Seit Mitte März dürfen die Menschen nur mit Passierschein vor die Tür und nur, wenn es unbedingt nötig ist. Laut Behörden stieg die Zahl der Corona-Toten auf mehr als 12.000. Unterdessen kündigte die Regierung in Paris an, die Finanzspritzen für das Gesundheitssystem und die Wirtschaft zu erhöhen. Kirchlicher Trost in Krisenzeiten. Der Pariser Erzbischof segnet die Stadt und die Gläubigen. Zugleich aber verlängert Frankreich die Ausgangssperre ein weiteres Mal. Bereits zuvor waren die Auflagen in einigen Städten deutlich verschärft worden. In Paris etwa ist Joggen jetzt tagsüber verboten. Die Folge: alles drängt sich ab 19 Uhr im Freien. Alle sind zur gleichen Zeit unterwegs. Vorher waren wir über den Tag verteilt. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich sinnvoll ist. Alarm auf dem Flugzeugträger Charles de Gaulle. Rund 40 Besatzungsmitglieder sind offenbar mit dem Coronavirus infiziert. Sie sollen zunächst an Bord behandelt werden. Landesweit steigen die Zahlen der Covid-19-Opfer immer noch an. In den Kliniken herrscht weiterhin Notstand. Der Chef der französischen Gesundheitsbehörde warnt. Nach mehreren Wochen der Krise haben wir jetzt einen Höchststand an Patienten in den Krankenhäusern, vor allem von denen, die beatmet werden müssen. Das hat es in der Medizingeschichte Frankreichs noch nicht gegeben. Unterdessen verzeichnet die französische Wirtschaft massive Einbrüche. Fast die Hälfte der Produktion ruht. Frankreich steht vor einer schweren Rezession und die Kritik an der Regierung wächst. Zu wenig, zu spät habe man auf die Pandemie reagiert. Präsident Macron hat eine für heute angekündigte Rede auf Ostermontag verschoben, um zu erklären, wie er Frankreich durch die Corona-Krise steuern will. Infolge der Corona-Pandemie ist in den USA die Zahl der Arbeitslosen drastisch gestiegen. Allein in der vergangenen Woche meldeten sich 6,6 Millionen Menschen auf den Ämtern. Insgesamt sind jetzt knapp 17 Millionen US-Amerikaner ohne Job. Die Notenbank kündigte ein Notfallprogramm über mehr als 2 Billionen Dollar an. In Südamerika ist neben Brasilien und Chile besonders Ecuador von der Corona-Pandemie betroffen. Das Land stellt laut Behörden im Kampf gegen das Virus hunderte neue Ärzte und Pflegekräfte ein. Offiziell sind bisher 242 Menschen an den Folgen einer Infektion verstorben. Aus Sicht von Virologen in Ecuador könnte sich das Land zum nächsten Corona-Epizentrum Südamerikas entwickeln. Verzweiflung vor der Notaufnahme in Guayaquil. Gerade sind ihre Eltern verstorben oder sie liegen im Sterben. Sie sagten, sie können meinen Vater aufnehmen. Sie haben aber keinen Sauerstoff. Ich soll den Sauerstoff selbst besorgen. Auch von Krankenschwestern ein Notruf. Das Personal erkranke, mutmaßlich am Coronavirus. Seit einer Woche erleben die Menschen in Guayaquil eine Katastrophe. Täglich Tote auf der Straße oder in den Wohnungen. Das Coronavirus hat sich hier massiv ausgebreitet. Tagelanges Warten, bis Behörden die Körper abholen. Der Geruch ist furchtbar. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe Angst, dass wir uns angesteckt haben. Ich, mein Bruder und meine Mutter. Das Virus hat Ecuadors Wirtschaftsmetropole unvorbereitet getroffen. Corona-Tests gibt es hier kaum. Behörden seien überfordert, hätten Angst, sich anzustecken. Und die Regierung habe versucht, die Lage kleinzureden. Die Regierung hat die Dimensionen der Katastrophe, die wir hier erleben, nicht begriffen. Und das Schlimmste ist, dass uns laut Epidemiologen schon die nächste Welle der Erkrankten bevorsteht. Vor den Friedhöfen warten Angehörige tagelang darauf, dass ihre Toten beerdigt werden.
Andere suchen hier nach ihren Eltern, die abgeholt und irgendwo begraben wurden. Ich hoffe noch, meinen Vater zu finden. Die Zahl der Toten steigt täglich. Viele fürchten, die Krise in Guayaquil könnte sich in der gesamten Region ausbreiten. Nach der Schelte von US-Präsident Trump ist eine Diskussion über die Rolle der WHO in der Corona-Pandemie entbrannt. Kritiker werfen der Weltgesundheitsorganisation vor, die Gefahren des zuerst in China ausgebrochenen Virus zunächst unterschätzt zu haben. Rückendeckung erhält die Genfer Behörde von der EU. Die WHO leiste lebensrettende Unterstützung auf dem Weg der Erholung für die ganze Welt, so der Außenbeauftragte Borrell. Er ist einer der Hauptkritiker der Weltgesundheitsorganisation, US-Präsident Trump. Die Behörde in Genf habe nicht entschieden genug gehandelt, so die Kritik. Und tatsächlich hatten die USA Ende Januar einen Einreisestopp aus China beschlossen, entgegen der Empfehlung der WHO. Noch im Februar rief ihr Generaldirektor zur Zurückhaltung auf. Es gibt keinen Grund für Maßnahmen, die unnötig den internationalen Verkehr und Handel beschränken. Und diese Empfehlung gilt bis heute. Denn von Anfang an setzte die WHO auf ein ganzes Maßnahmenpaket. Vor allem auf Testen, Nachverfolgen von Infizierten und deren Isolierung. Den Vorwurf, dass die WHO Ende Januar zu spät den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen habe, können Gesundheitsexperten nicht nachvollziehen. Jetzt der WHO vorzuwerfen, dass sie nicht noch 3 Wochen früher das gemacht hat, wenn gleichzeitig die europäischen Staaten noch bis Anfang März gewartet haben, das heißt ein weiterer Monat letztlich verstrichen ist, bevor tatsächlich die europäischen Länder zum Beispiel das als Gesundheitskrise ernst genommen haben, das finde ich ist jetzt eine wohlfeile Kritik. Kritik auch daran, dass die WHO zu China freundlich sei. So hatte der Generaldirektor der WHO selbst dann Peking nicht kritisiert, als bekannt wurde, dass chinesische Behörden zunächst versucht hatten, den Ausbruch zu vertuschen. Ich denke, dass wir verstehen müssen, dass die WHO eine zwischenstaatliche Organisation ist. Das bedeutet, dass sie fast 200 Regierungen als ihre Chefs und Geldgeber hat. Und deshalb kritisiert die WHO in der Regel keine Regierung, weder China noch die USA. Außerdem, die WHO kann ohnehin nur Empfehlungen abgeben. Durchsetzen kann sie diese aber nicht. Auch heute gibt es im Ersten wieder ein ARD-Extra zur Corona-Pandemie gleich nach dieser Tagesschau. Und auf tagesschau.de liefern wir einen Überblick über die Osterregelungen in den einzelnen Bundesländern. Sein Name steht für gelebtes Christsein, Zivilcourage und politischen Widerstand. Dietrich Bonhoeffer. Am 9. April 1945, einen Monat vor Ende des Zweiten Weltkrieges, wurden der Theologe und weitere Widerstandskämpfer wie der Handwerker Georg Elser hingerichtet. Die Opfer sind auch heute, 75 Jahre danach, Belege der Vielfalt des Widerstands gegen das NS-Regime von Adolf Hitler. Zwei ganz unterschiedliche Menschen, der Pfarrer Dietrich Bonhoeffer und der Schreiner Georg Elser. Und doch verbindet sie ihr Widerstand gegen den Nationalsozialismus und Adolf Hitler. Beide werden sie am 9. April 1945 hingerichtet. Bonhoeffer im Konzentrationslager Flossenbürg im Nordosten Bayerns, wo 30.000 Menschen starben. Seit der Machtergreifung ist er ein Gegner Hitlers, Mitbegründer der Bekennenden Kirche und schließt sich dem Widerstand an. Im April 1943 wird er festgenommen. 2 Jahre später wird er hier im Arresthof gemeinsam mit hochrangigen Militärs aus dem Widerstand erhängt. Für den EKD-Ratsvorsitzenden ist Bonhoeffer bis heute ein Vorbild. Sein Glaube war für ihn nicht Grund, heraus aus der Welt zu gehen und sich nicht um die Welt zu kümmern, sondern genau das Gegenteil. Der Glaube war der Grund, ganz in die Welt hineinzugehen, an der Seite der Schwachen zu stehen, an der Seite der Verletzlichen zu stehen und mitzuhelfen, dass Leid gelindert wird. Für eine andere Facette des Widerstands steht Georg Elser, ein einfacher Arbeiter und Einzeltäter, der aus persönlicher Überzeugung handelte. Am 8. November 1939 wollte er Hitler mit einem Attentat im Münchner Bürgerbräukeller töten, doch das Attentat scheitert. Georg Elser wird am 9. April 1945 im Konzentrationslager Dachau erschossen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 10. April. Unter Hochdruckeinfluss scheint wieder verbreitet die Sonne. In den Nordosten Deutschlands fließt allerdings deutlich kühlere Luft.
Heute Nacht ist es oft klar, hier und da sind ein paar Wolken unterwegs, die morgen vor allem im Norden und Osten zu finden sind. Vielerorts gibt's aber wieder Sonnenschein. Über dem Bergland tauchen später zum Teil größere Quellwolken auf, es bleibt aber meist trocken. Im Norden heute Nacht stellenweise leichter Frost, im Südwesten dagegen knapp über 10 Grad. Dort morgen bis 26 Grad, an den Küsten deutlich kühler mit Werten um 10 Grad. Am Samstag ändert sich noch wenig an dem meist sonnigen Wetter. Am Ostersonntag werden die Wolken zahlreicher und es gibt einzelne Schauer oder Gewitter. Am Ostermontag wechselhaft und gebietsweise nass, in der Nordhälfte windig. Im nördlichen Bergland sind sogar Schneeschauer möglich. Um 22.05 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Ostern in Corona-Zeiten, wie sich Familien und Kirchen auf die Feiertage vorbereiten und keine Gäste zum Saisonstart, Existenzängste in der Tourismusindustrie.